Willkommen zurück zu Teil 3 vom Let's Play auf dem Steam Deck von The Last of Us Part 1. Wir quatschen gar nicht, wir gehen direkt rein ins Spiel. Wir gehen direkt rein. So, wir müssen, glaube ich, ins Dock, hat sie gesagt, ne? Wie viel Munition? Oh, 18 Schuss. Das sollte locker reichen. 18 Schuss und ein Messer. Muss ich nur den Weg finden, wo es... Oh, Medikit. Hau die Tastatur um. Gar kein Problem. Mich würde ja mal interessieren, wie viel Prozent der Menschheit ja letztendlich zum Zombie wurde, ne, oder ausgerottet wurde, gestorben ist, was auch immer. Auch wir haben Hinweis. Da sollen wir her. Trotzdem möchte ich einmal ganz kurz hier reingucken. Oh, da sind wir ja hergekommen. Stimmt, da haben wir den abgeschossen. Da liegt was, eine Flasche. Können wir die gebrauchen? Wer weiß. Schauen wir mal. Wahrscheinlich eher nicht. Habe ich die jetzt eingesteckt? Ah, wie cool. Guck mal, man kann Flaschen mitnehmen. Das ist natürlich schon sehr gut, ne? Aber die brauche ich jetzt nicht. So, extra für Doofe wie mich, mit dem Hinweis, wo es weitergeht. Oh. Ah. Ich muss es gedrückt halten. Okay, Y gedrückt halten. Dann funktioniert es auch. Schnell durch. Da ist er. Dieser eingebildete Mistkerl. Das sind auf jeden Fall viele Gegner. Wir müssen klug vorgehen. Es sind sehr viele. Verdammt lange nicht mehr gekommen. Ja, tja. Keine Kontakte mehr im Norden, keine Kontakte im Süden. Ich habe ja die Flasche mitgenommen. Ich weiß nicht, wer uns doch was verkaufen soll. Probieren wir mal, die Flasche hier hinzuschmeißen. Und selbst wenn, was dann? Da kommen sie. Ich sage dir, hier sind wir am Arsch. Wir sollten sehen, dass wir hier wegkommen. Du bist verrückt. Herauszugehen wäre Selbstmord. Ach, ganz kurz, ich sehe nämlich übrigens, dass ihr gar nicht seht, dass ich ein Messer habe und deswegen gehe ich jetzt mal mit meiner Kamera hier hin, denn dann könnt ihr unten rechts besser sehen, was ich für Sachen habe. Guck mal, der hat doch nur ein Knüppel. Hey Mann, wirklich. Nein, 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 nein. Kein Messerkill. Das wollen wir nicht machen. Oh, ich kann mir sogar die Latte nehmen. Guck mal, da liegt was. Noch ein Messer. Okay, wo sind die ganzen Gegner? Ich kann doch, glaube ich, lauschen. Oder funktioniert das nur bei den Zombies? Ich bin so angespannt, ne? Ich bin so dermaßen angespannt. Kann ich hier rein? Ist da was? Kann ich da... Ach, guck mal, da kann ich durch. Oh, Kacke. Schnapp dich. Oh.
Hey, Mann! Er schnappt sie! Wir können das doch regeln, oder? Oh, Scheiße, lass ihn los! Scheiße, sie wissen, dass ich da bin. Okay. Oh, Kacke. Geh doch kaputt, Mann. Ich glaube, das bringt auch nichts, jetzt eine Flasche zu schmeißen. Schade, dass die Latte kaputt gegangen ist. Die war eigentlich ganz cool. Guck mal, da ist er. Ich sehe nicht, du! Verdammt, er ist weg! Hey, verteilt euch! Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ist er da? Hier drüben ist er auch nicht! Was liegt da? Was ist das? Ein Stein? Okay. Ein Stein, Tatsache. Du wählst also die harte Tour? Eigentlich nicht. Eigentlich will ich nur durch. Kann ich den schmeißen? Ja. Ist er da? Hier drüben. Was war denn das? Ich befürchte, ich muss gleich kämpfen oder schießen oder was auch immer. Nichts, verdammt, ich. Ich hätte ihn weiter zu mir schmeißen müssen, den Stein. Ich habe keinen Stein mehr. Wo zur Hölle steckst du? Ich glaube, ich wurde gesehen. Dieses Geräusch. Wer sieht noch? Oh, da ist einer. Oh, Scheiße. Du bist tot, Arschloch. Arschlöcher. Guck mal, bin ich einmal im Container und komm raus und dann hat es für mich erledigt. Da ist noch einer. Dich kriege ich. Sehr schön. Boah, guter Schuss. Die nehme ich mit. Und ihr habt doch bestimmt Munition, oder? Da ist der kaputte Stein. Kann man also auch nur einmal benutzen. Gut zu wissen. Ach, guck mal, die Latte kann ich doch nochmal nehmen. Okay. Ja, es ist eine andere Latte, ne? Weil da liegt die kaputte, zerbrochene Latte. Ich muss mich heilen, denn ihr seht jetzt unten rechts, ich habe nur noch die Hälfte meiner Energie. Und das muss auf jeden Fall verbunden werden. Okay. Dann rüste ich natürlich auch meine Waffe aus. Das Büro. Robert ist bestimmt da drin. Gehen wir. Es ist natürlich die Frage, ob ich alle Feinde oder alle Menschen oder Bewacher oder was auch immer besiegt habe. Oder ob jemand übrig geblieben. Oh. Zurück, okay. Es ist jemand übrig. Es gibt verdammt Robert. Nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Schaffe ich es, was zu trinken? Er haut ab! Oh. Robert! Ich muss hinterher. Joel, hier lang! Mit L1 kann man übrigens sprinten. Oh. Hinterher. Und links, das habe ich gesehen. Welche Tür? Ah. Hierher? Wo ist er? Joel. Da ist er. Wo? Wo? Sie sagt zu mir, da ist er. Wo ist er denn? Ah. Joel. Da ist er. Oder muss ich hier durchs Fenster? Ich spring durch. Ah, guck, okay. Hallo, Robert. Hab dich. Tess. Joel.
Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Scheiße, verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu, was immer ihr gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen... Die Waffen! Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar, aber... es ist kompliziert. Okay. Hm. Hör zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Fuck! Stopp! 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 Hör auf zu jammern. Was würdest du sagen? Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl. Ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer war das doch hat gar die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Ah, die Chefin. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das. Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Ich kann noch schneller laufen. Dann los. Auch nicht so sehr. Ich weiß einen Ausweg. Kommt. Gehst du zuerst? Ladies first. Wie er jetzt einfach diese Holzstange hinten dran hat, ne, an seinem Rucksack. Das sind so diese Details, die finde ich einfach Wahnsinn. Boah, guckt euch das an, ey. Wahnsinn, Wahnsinn, wirklich. Ach du Scheiße. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Guck mal, da liegt was. Was liegt da? Ein Messer? Nein, Schrauben? Gesammelte Teile, um deine Waffen an einer Werkbank zu verbessern. Joel, hilf mir doch mal. Cool.
Okay, was haben wir hier? Ein Schiebetor. Los geht's. Hey, hältst du das noch durch? Es geht. Moment, Soldaten. Oh. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Das ist nicht meine Lass Art. Uns gehen. Ich würde eher sagen, das ist nicht die Art von Tess, wenn sie mal wieder anfängt. Wir müssen zu dieser Tür. Die Frage ist, wie viele Soldaten gibt es eigentlich? Da hinten läuft einer her. Kann ich oben rum vielleicht? Muss ich sogar. Naja, klar, da ist ja irgendwie... Da werde ich nicht herkommen. Das heißt, ich muss oben her. Oder beziehungsweise die Treppe hoch. Ihr solltet uns heute keinen Ärger machen. Rüber, 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 rüber. Greifen. Oh, da war einer. Oh, Scheiße. Los, Tempo. Das ging schief. Na, oh. Scheiße. Wo steht denn hier einer? Ach, danke. Sie erledigt direkt zwei. Ich muss noch ein bisschen zielen. Lernen. Das war irgendwie nix. Habe ich ein... ich habe kein Medikit mehr. Wow. Haben wir Sichtkontakt? Negativ. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? Ja, klar. Ja. Oh, ich habe eins bekommen. Danke. Ich frage mich jetzt gerade, wie komme ich an meinen Knüppel dran? Denn hier gehe ich auf die Waffe. Den Knüppel habe ich ja dabei. Moment. Da bin ich durch. Wie komme ich? Wie komme ich? Ich muss einmal ganz kurz gucken bei der Steuerung. So, was haben wir denn? Bewegen, sprinten, ducken, Waffenwechsel. Okay, wir müssen aber vorher natürlich oben auf das Steam Deck. Und den Waffenwechsel haben wir. R1. Ah, okay, das ist also die Lauschentaste. Davon. Aber ich kann nicht auf den Knüppel wechseln. Oh. Wahrscheinlich, weil es keine Waffe ist. Hm. Muss ich nochmal nachschauen. Ansonsten, wenn einer weiß, wie ich an meinen Knüppel komme, bitte Bescheid sagen. Wer ist da? Hä? Ich bin's. Vielleicht waren es Ratten. Oh. Wer ist da? Ich glaube. Wer ist hier drüben? Scheiße. Okay, er nimmt sich auf jeden Fall den Knüppel automatisch beim Kloppen. Aber jetzt habe ich keinen mehr. Oh, wie viele Gegner sind denn hier und wo ist überhaupt Tess? Ach, da ist Tess, okay. Tess ist da.
So, dich kriege ich jetzt aber mal so, ohne dass ich hier schon wieder irgendwie halbes Leben verliere. Zack. Schlag. Hast du ein bisschen Munition für mich? Hier liegt was. Wir könnten aus dem Fenster springen, aber wir... Ach, guck mal, hier kommen wir gar nicht her. Das heißt, wir müssen aus dem Fenster springen. Okay. Ich denke mal... Oh. Da steht jemand. Drei Tote. Quatschen wir mal. Das ist Warren. Ruhe in Frieden. Wir sollten los, Marlene. Es kommen bestimmt noch mehr Soldaten. Ja, stimmt. Dann los. Okay, wo geht's hin? Jetzt sind wir gleich da. Ach, guck, jetzt sind wir einmal komplett rumrum gegangen. Okay, aber hier lief ja vorhin noch ein Soldat her, ne? Aber der ist wahrscheinlich schon erledigt. Okay, gehen wir durch die Tür. Schauen wir mal, was uns erwartet. Wohin gehen wir, Marlene? Hier lang. Ist nicht mehr weit. Geht's dir gut? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Jetzt scheinen wir... Wir sind jetzt auch gleich da. Okay, die Frage, ich frage mich die ganze Zeit, wo wir sind. Mist, Beeilung jetzt. Wer ohne den Passierschein aufgegriffen wird, wird verhaftet und verurteilt. Mein Gott, ihr seid die letzten Überlebenden anscheinend. Ihr solltet nett zueinander sein. Liegt hier noch irgendwas zum Sammeln? Nee, sieht nicht so aus. Hilf mir mal eben. Ja, mach ich. Wow, wow, wow. Vorsichtig. Steh auf. Lass die Scheißfinger von hier. Hör auf damit. Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Aber ich kann nicht mitkommen. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Ey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Doppelt so viele, wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? In unserem Lager. Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Ich will, dass Joel auf sie aufpasst. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sie sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm.
Und du? Komm her. Gehen wir. Hi. Kommst du mit? Oh, ich habe Schüsse gehört, aber was war los? Die Fireflies. Das wird uns auch passieren, wenn wir auf der Straße bleiben. Du bist der Boss. Ich folge dir nur. Wo bist du? Da bist du. So, es geht weiter. Jetzt sind wir mit dem Mädel unterwegs. Okay. Oh. Wahnsinn, wie zerfallen alles ist und dass die Leute sich anscheinend gegenseitig umbringen, obwohl, ja, anscheinend ein Großteil durch Zombies ausgelöscht wurde. Die ich in dem Part noch gar nicht gesehen habe. Richtig gutes Spiel. Keine Zombies. Kann ich hier hoch? Nein, kann ich nicht. Wo muss ich hin? Ich möchte nicht schon wieder einen Hinweis bekommen. Von wegen, hey, du musst hierher, weil sonst checkst du nicht, wo es weitergeht. Aber so fühle ich mich gerade. Ich habe keine Ahnung. Also hier kommen wir nicht her, weil wir nicht aufs Auto steigen können. Das heißt, wir müssen hier runtergehen. So, gibt es hier irgendeinen kleinen Geheimgang? Nein. Das heißt, wir müssen hier durchgehen. Und da geht eine Treppe runter. Hier runter. Oh. Jetzt wird's dunkel. Ey, ich muss bestimmt die Taschenlampe anmachen. Ne? Und ich sag noch, keine Zombies in dem Part. Ich freue mich. Ich mach die Taschenlampe jetzt an. Da geht's wieder nach draußen. Glück gehabt. Ja, doch. Mein. Es vibriert übrigens. Achtung. Die Unterstützung von Superkriminellen wird mit dem Tode bestraft. Bringen Sie sich nicht in Gefahr. Ich habe jetzt kurz gedacht, dass es vibriert, weil irgendwelche Zombies in der Nähe sind, aber das waren nur die LKWs, die vorbeigedüst sind. Also scheint alles soweit okay zu sein. Wo gehen wir hin? Da hoch. Da kommen wir zum Nordtunnel. Wie sollen wir da hochkommen? Hab nur kurz Geduld. Also Nathan Drake aus Uncharted wäre jetzt einfach hochgeklettert. Na, der wäre einfach hoch und fertig. Aber wir holen uns einen Müllcontainer. So, kommt sie alleine hoch oder? Jawohl, sehr gut. Der Tunnel, schmuggelt ihr Sachen hier durch? Ja. Auch illegal? Manchmal. Manchmal. Auch schon mal ein Kind geschmuggelt? Nein, bisher nicht. Was läuft da eigentlich mit dir und Marlene? Ich weiß nicht. Sie ist eine Freundin, schätze ich.
Eine Freundin, ne? Du bist also befreundet mit der Anführerin der Fireflies. Wie alt bist du, 12? Sie kannte meine Mutter. Und sie kümmert sich um mich. Und ich bin 14. Auch wenn das absolut nicht wichtig ist. Wo sind deine Eltern? Wer hat überhaupt tot. Noch Eltern? Sie sind tot. Schon sehr lange. Und anstatt zur Schule zu gehen, haust du lieber ab und gehst zu den Fireflies. War es so? Hey, ich darf dir nicht sagen, warum du mich schmuggelst, wenn du darauf hinaus willst. Weißt du, was toll an meinem Job ist? Ich muss gar nichts wissen. Um ehrlich zu sein, interessiert's mich einen Scheiß, was du vorhast. Na toll. Gut. Da frage ich mich natürlich, gibt's überhaupt Schule dort? Aber anscheinend. Ich habe das Gefühl, dass wenn wir durch die Tür gehen, irgendwas passiert. Und wir schließen den Part ohne Zombies ab und sind damit mit Teil 3 durch. Ich bin gespannt. Wir haben unsere Fracht entgegengenommen, das Mädchen. Und wir gucken, wie es weitergeht mit Teil 4. Sehr, sehr bald. Auf dem Steam Deck, exklusiv von eurem Steam Dad. Ich freue mich drauf. Lasst gerne ein Like da oder ein Follow, damit ihr auch mitbekommt, wenn das neue Video online kommt. Aber wie gesagt, lange wird es nicht dauern. Macht's gut. Ciao.